So Leute, willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Wir gehen ins nächste Level rein, auf dem Doppelkirschenberg. Was es da wohl gibt? Vielleicht Doppelkirschen? Ich werde mal Mario behalten. Also als Charakter. Uiuiui, jetzt sind wir schon zwei Marios. Sehr cool. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Mal schauen, was wir damit anrichten können. Ich wusste natürlich, dass es dieses Item gibt. Und hier ist es jetzt auch erschienen, in diesem Level. Yay! Yeah. Ich finde, ehrlich gesagt, das habe ich aber schon öfter gesagt, dass ich es blöd finde, dass ich manche Stempel, beziehungsweise also den einen Stempel, konnte ich nur mit... Den einen Stempel konnte ich nur mit Mario holen. Das fand ich echt ein bisschen nicht so cool. Nein, hol dir bloß nicht die Feuerblumen, Mario. So, der eine bleibt einfach mal unten. Nee, so fies will ich nicht sein. Komm, nein! Alter! Okay, ich muss sie wieder zusammenbringen irgendwie. Okay, jetzt so. So. Jetzt sind sie jetzt mehr oder weniger zusammen. Komm, wir sind zusammen! Yay! Und jetzt sind wir noch mehr. Jetzt sind wir drei. Komm, der eine holt sich den Stern. Und die anderen warten mal oben. Das ist cool hier mit dieser Doppelkirsche. Auch wenn sie eine Dreifachkirsche werden kann. Ist aber cool. Gefällt mir richtig gut. So. Jetzt sind wieder alle am gleichen Ort. Und schießen die Dinger da kaputt. Los. Bam. Weg mit euch. Weg mit euch. Oh, sie marschieren im Gleichschritt, die Dinger. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen, aber sie sind cool. Dass sie so im Gleichschritt marschieren. Okay. Einer muss hier bleiben. Sehr gut. Damit haben wir noch eine Stern. Noch eine Stern. Gut Deutsch das sein. Hier hoch. Mal schauen, ob hier irgendwas ist. Nee. Okay. Das ist irgendwie echt cool, Mann. Ich liebe die Doppelkirsche. Gut. Führen wir wieder alle zusammen. Und schauen, wo jetzt der Stempel und der letzte Stern sich befinden. So, nee, komm, jetzt einfach blöd gemacht. Alle wieder zusammen. Yeah! Feuermassaker! Und noch eine Doppelkirsche. Jetzt sind wir schon vier Stück. Und jetzt sind wir schon fünf Stück. Aber bis wie viel geht das denn? Geht das bis zur Unendlichkeit oder noch viel, viel weiter? So. Leider kann ich sie nicht... Also können nicht alle... Was zur Hölle? Ach so, einer muss da draufstehen. Ich hab's, glaube ich, versaut. Okay. Einer steht drauf. Und der andere hieft ihn hoch. Sehr geil. Alter, wie cool ist das denn? Das ist echt richtig cool. Mir gefällt die Doppelkirsche fast sogar besser als der Katzenanzug. Was gefällt euch denn besser? Sagt es mal. Komm. Yeah. Nee, Feuerblumen will ich nicht. Ih, geht mir weg mit der Feuerblume. So, fehlt uns nur noch ein Stern. Ich will bloß keine Kirsche, kein Mario verlieren. Komm, trifft mal jemand? Ja! Sehr gut, Mario, Klon Number 5000. Nein! Nicht alle auseinandergehen. Komm, wir müssen wieder zu alter Stärke finden. So. Moment. Okay, okay, okay. Sehr gut. Ist hier was? Nee. Ist hier was? Nee. Gut, dann geht mal in die Röhre rein. Ah, okay. Die führt uns auch nur auseinander. Die führt uns auseinander, die böse, böse Röhre. Ey, uns fehlt noch ein Stern. Uns fehlt ein Stern. Wo ist der Stern denn? Vier. Da ist der Stern, oder? Yeah, sehr gut. Uns fehlt gar kein Stern. Was lüge ich da? Wieso lüge ich einfach? Tut mir leid, dass ich auch angelogen habe. Uns fehlt natürlich gar kein Stern. So, Mario Armee, geht da hoch. Ich find's cool, wenn es so ein Level gäbe, wo man einfach 500 dieser Kirschen einsammeln könnte. Oh Mann, ich krieg's gerade echt nicht hin. Ich will die Fahnenspitze erreichen. Wenn ich jetzt den Katzen auf... Ja, alle werden zu Katzen. Sehr geil. Ich hab 50 Mal die Fahnenspitze erreicht. Hallo Spiel, das musst du würdigen. Würdige es. Sehr gut.
Aber die Doppelkirschen haben mir gut gefallen. Und damit bekommen... Ah, wieso habe ich hier keine Doppelkirsche bekommen? Das hätte irgendwie besser gepasst. So. Das Level hätten wir auch beendet, meine Damen und Herren. Da ist ein Leben da unten. Wie komme ich da ran? Ich weiß es nicht. Ich kann es doch nicht wissen, wie ich daran komme. Okay. Kann es sein, dass die Welt kürzer ist als die vorherige? Kann sein. Aber jetzt ist das wieder tot. Das wieder... Hau sie weg im Rätselhaus. Okay, wir hauen sie weg. Wen denn? Willkommen im Rätselhaus. Hier findest du in jedem Raum einen Stern. Versuche so viele wie möglich einzusammeln. Und nun tritt ein. Okay, aber ich nehme jetzt mal die Feuerblume. Weil mir die, mir ist es lieber, wenn ich die verliere, als alles andere. Sehr gut. Ersten Raum haben wir geschafft. Ah, okay, für jeden Raum haben wir separat Zeit. Das ist gut. Das ist gut so. So, die Koopas sollte auch locker wegklatschen. Sehr gut. Und ab in den nächsten Raum. Alles gefällt. Ey, das finde ich richtig cool, dass sie sich auch was einfallen lassen. Nicht nur einfach ganz normale Level, sondern sie lassen sich wirklich was einfallen. Und nehmen wir den Katzenoutfit. Oh, ich muss in der Zeit auch noch den Stern einsammeln. Okay, es war glaube ich doof, dass ich das Katzenoutfit genommen habe. Komm. Oh, wow, das war sogar knapp. Ja, das war knapp. Ich hätte lieber bei der Feuerblume bleiben sollen. Ah, ich hab ja die Feuerblume noch. So. Komm, das sollte jetzt nicht so schwer sein. Da fand ich den vorigen Raum noch schwerer als den hier. Aber echt cool, echt cool. Also Abwechslung ist hier wirklich geboten, da kann man nichts sagen. Da kann man absolut nichts sagen. So. Wir bekommen auch jede Menge Sterne. Wir bekommen jede Menge Sterne. Sehr gut. Was gibt's hier? Nichts. Also eine Münze ist ja nicht nichts, aber ihr versteht schon. Wie komme ich da runter? Wie komme ich da runter? Also es ist zwar nur ein Leben, aber ein Leben verursacht ein Beben. Ach so, so komme ich runter. Gut, das Leben holen wir uns noch. Dann gehen wir zu Slot. Nee, Slotmaschine brauche ich jetzt momentan nicht. Ich brauche eigentlich theoretisch gar nichts. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Könnte ja sein, dass hier voll das Mega-Sekret ist. Sekret ist übrigens Deutsch für Secret, falls ich es noch bewusst habe. Müsste halt Deutsch können. Na gut, komm, machen wir die Slotmaschine. Und schauen, was uns hier so blüht. Komm. Blatt. Ja. Schön wär's. 10 Münzen. Sehr geil. Sehr geil. Sehr geil. Ich hab absolut gar nichts erreicht. Ich hab nichts erreicht, Mann. Scheiß Slotmaschine. Hasse dich. Geh weg. So. Dann, würde ich sagen, machen wir das Bowser Castle in diesem Part. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig, mehr oder weniger. So. Ab ins Castle mit uns. Das Kastell. Bowsers Kugel will die Kolonne. Da könnte ich eine Kolumne über eine Kolonne schreiben. In Kolonie. Witzig. So. Das sind doch keine Kugelbillis, oder? Das sind doch keine Kugelbillis. Seltsam. Wieso heißt das dann Kugelbill-Kolonie, wenn es gar keine Kugelbillis sind? Da sind die Kugelbillis. Oh, zum Glück. Zum Glück habe ich, okay. Nur ein Pilz. Zum Glück habe ich das Katzenoutfit behalten. Das finde ich gut. Ich habe das Gefühl, dass ich mich hier irgendwie beeilen muss. Bis. Was so? Wie geil! Wie geil ist das denn? Ich bin Kugelwilli. Leute, ich bin Kugelwilli. Mehr oder weniger halt. Aber wie cool ist das denn bitte? Scheiß Crawling-Level, aber cooler Kugelwilli. Komm. Alter, schießt automatisch. Ich muss gar nichts drücken. Schieß. Schieß doch! Schieß! Sehr gut. Das war die erste Stern. Das war die erste Stern. Ab jetzt heißt es einfach die erste Stern. Das heißt nicht die Sternmünze oder der Stern, sondern es heißt die erste Stern einfach. Das ist gutes Deutsch, Leute. Das ist gut Deutsch sein. Das ist wirklich gut Deutsch sein, Leute. Komm jetzt. Weg mit dir. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich hasse diese Stacheln. Ist ein bisschen unübersichtlich, habe ich das Gefühl, aber geht noch klar. So, was finden wir hier? Da finden wir den Stempel. Mach kaputt.
Mach kaputt das Ding. So, damit fehlt uns nur noch ein Stern. Ein Stern. Tut mir leid. Das ist natürlich ein Stern. Nee, bevor es mir noch jemand glaubt, das ist natürlich ein Stern. Schaffen wir es bis zu ins Ziel damit? Das wäre ganz schön cool. Wir mussten es bis hierhin schaffen, damit wir hier Bowser bekommen. Also den dritten Stern. So. Können wir damit sogar gegen wen auch immer antreten? Bum bum. Bum bum, den kennen wir doch schon zu Genüge. Kleiner Bum bum. Oh oh. Da kann ich schneller gehen. Ach, kann das aufladen? Bam! Komm. Bam! Okay, das bringt nichts. Ich will's mit dem Teil da schaffen. Bum bum zu besiegen. Zack. Nein, daneben. Das ist unsichtbar. Oh oh. Rennen! Ich kann doch rennen. Ich dachte, ich kann gar nicht rennen damit. Bam! Hallo? Bam, habe ich gesagt. Sehr gut. Danke. So. Ui. Ui! Unsichtbarer Panzer, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Ich wollte gerade sagen, ich sehe ihn gar nicht. Das ist irgendwie nicht so erstaunlich bei einem unsichtbaren Panzer. Ah! Alter, Leute, das ist gar nicht mal so schlecht. Dadurch ist Bum Bum jetzt nicht mehr so eine Lachnummer, wie er früher war, sondern hat... Hallo? Was soll das jetzt? Hat sogar ein bisschen was drauf. Nicht schlecht. Nicht schlecht, meine Damen und Herren. So. Und damit gehen wir ins Ziel. Das Ziel erreichen wir aber niemals mit dem Teil, oder? Vielleicht ja doch. Aber ich glaube es eher nicht. Kann ich das irgendwie auch weglegen, das Teil? Kann ich das irgendwie weglegen, Leute? Boom! Okay, komm, das schaffen wir. Das schaffen wir. Oh, nein, 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 das schaffen wir niemals so. Moment. Ich nehme lieber den Katzenanzug. Damit kann ich ja hochklettern. Sehr schön, musste gar nicht hochklettern. Hat auch so gereicht. Supi-dupi. Thank you! Die bedankt sich sogar. Ich glaube, die vorhin hat sich nicht bedankt. Was heißt vorhin? Die in der ersten Welt. Wieso war die zweite Welt so kurz? Habe ich irgendwas übersehen in der zweiten Welt? Oder wieso war die so kurz? Bam, 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 bam. Sehr gut. Und sie, macht den Weg frei für die nächste Welt. Aber habe ich hier irgendwas übersehen? Weil ich habe das Gefühl, das war voll kurz. Irgendwie. Also die Welt. Hab's die Welt in zwei Parts geschafft. Für die erste Welt habe ich drei Parts gebraucht. Hab auch irgendwas übersehen? Nee. Gar nicht. Hier habe ich... Nee. Das hab ich auch... Hier die Röhre habe ich übersehen. Geh mir mal in die Röhre rein. Da ist nur ein Pilzhaus, wie es aussieht. Ja, wir brauchen das Pilzhaus aber nicht. Sonst ist hier gar nichts. Bisschen enttäuschend, ja. Also ich muss sagen, die Level sind so geil abwechslungsreich. Das macht echt riesig Spaß. Aber trotzdem ein bisschen enttäuschend, dass die Welt so kurz ist. Nun gut, wie dem auch sei. Wir sehen uns im nächsten Part, meine lieben Freunde. Ich hoffe, er hat euch gefallen, dieser Part. Wenn ja, lasst es mich wissen. Wenn nein, dann lasst es mich auch wissen, was euch noch gefallen hat. Ich bin im nächsten Part wieder dabei. Ihr hoffentlich auch. Schönen Tag noch, alles Gute und Tschüssi.